Jetzt wünsche ich allen guten Morgen noch einmal. Ich begrüße euch zu unserem Silvestergottesdienst mit dem Wochenspruch, den wir gerade schon im Intro gehört haben, aus Psalm 31, Vers 16. Meine Zeit steht in deinen Händen. Lasst mich einfach mal ein bisschen umformulieren. Deine Zeit steht in Gottes Händen. Das gilt für die vergangene Zeit, genauso wie für die gegenwärtige und für die zukünftige. Für das Jahr 23 genauso wie für das Jahr 24. Für die fröhliche genauso wie für die traurige Zeit. Deine Zeit steht in Gottes Händen. In diesem Sinn beginnen wir den Gottesdienst im Namen des ewigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Danke an alle, die diesen Gottesdienst mitgestalten, am Klavier, im Musikteam, an der Technik und alle, die im Hintergrund arbeiten. Dankeschön. Danke auch Manfred, der uns heute die Predigt hält. Ich möchte zu Beginn mit euch beten und wem es möglich ist, den Bericht dazu aufzustehen. Herr, wir danken dir für das vergangene Jahr. Wir danken dir für all das Gute, das du uns getan hast. Und wir danken dir, dass du über den Zeiten stehst. Du kennst den Anfang und du siehst das Ende. Danke, dass wir in deiner Hand geborgen sind, durch alle Zeiten hindurch, wie sie auch sind. Hilf uns, dass wir heute das Vergangene zurücklassen und mit Zuversicht auf dich in das neue Jahr gehen können. Rede heute zu uns durch Worte, durch Lieder, durch Gedanken und durch Taten. Bitte hilf denen, die noch zögern, dass sie Mut und Vertrauen fassen und den ersten Schritt mit dir wagen. Stärke auch diejenigen, die krank und schwach sind, und segne uns alle heute. Amen. Wir hören jetzt die Infos, danach sammeln wir die Kollekte ein und singen zwei Lieder als dankbaren Rückblick und als vertrauensvolle Zuversicht nach vorne. Und im Anschluss daran gibt es einen kurzen Jahresüberblick. Ja, guten Morgen. Ich möchte euch einfach weiter sagen, ihr seht es ja auch, dass der Robert heute Morgen wieder da ist, es freut uns riesig. Da kann man auch Gott dankbar sein und ich denke, dass der Robert, und ich weiß, dass er auch dankbar zurückblickt, dass die OP, der Eingriff gut verlaufen ist und dass er jetzt sogar schon wieder hier bei uns am Gottesdienst teilnehmen kann, da dürfen wir Gott wirklich für danken. Herzlich willkommen, Robert. Ja, ich möchte einige Infos weitergeben. Und zwar haben wir am kommenden Sonntag, den 7. Januar, hier Gottesdienst mit Christoph Henz. Und wir wollen dann auch gemeinsam das Abendmahl feiern. Ja, wir möchten dann noch die Kollekte einsammeln und singen dazu. Thank you.
Das waren nur ein paar Eindrücke eines ereignisreichen Jahres. Mit Höhen und Tiefen, aber ein Jahr, für das wir dankbar sein können. Vielleicht konnte sich der eine oder andere in der schnellen Bildfolge entdecken. Um das Sehen wird es heute hauptsächlich gehen. Vielleicht kennt ihr die Redensart Sehen und Gesehen werden. Mein erster Gedanke geht dabei zu den roten Teppichen bei Veranstaltungen wie Filmfestivals und Preisverleihungen, auch wenn der Teppich bei den Oscars dieses Jahr beige war. Sehen und gesehen werden bedeutet dort im Rampenlicht stehen. Mein zweiter Gedanke geht zum Straßenverkehr. Gute Beleuchtung an Auto oder Fahrrad, Reflektorstreifen und Warnwesten sorgen dafür, dass man sieht und gesehen wird und damit für Sicherheit. Mein dritter Gedanke ist eher seelischer oder sozialer Natur. Gesehen werden ist wichtig, um nicht in der Masse unterzugehen oder um nicht isoliert zu sein, um sich nicht verloren zu fühlen. Wie gut, dass jeder von uns gesehen wird. Ich lese den Predigttext aus 1. Mose 16, die Verse 1 bis 14. Wer möchte, kann dazu aufstehen. Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abram 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie dir's gefällt. Da demütigte Sarai sie, sodass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären. Dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Wir hören jetzt einen Liedvortrag vom Musikteam und danach die Predigt.
Erschöpfung die Last, meine Schwäche die Hast, all das lass ich hier bei dir. Du bist ein Gott, der mich sieht, der mir Ansehen gibt und mich unendlich liebt. Du bist ein Gott, der mich hört, der mein Leben versteht und den Weg mit mir geht. In den Stürmen der Zeit ist deine Hilfe nie weit. Du lässt dein Angesicht leuchten. Euch als Team, dass ihr den Gottesdienst hier so mitgestaltet, das ist echt eine Bereicherung und ich freue mich, wir sind echt gesegnet als Gemeinde mit so vielen guten Gaben, die wir da haben. Ich möchte zu Beginn noch einmal beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, wenn wir über das Jahr hindurchblicken, zurückschauen. Du hast uns viele gute Zeiten gegeben und wir danken dir und loben deinen Namen. Und dieser Abschlussgottesdienst soll deinen Namen groß machen und darum bitten wir dich, Herr, ja, dass du meinen Mund öffnest, dass dein Name gerühmt und geehrt wird, dass du groß gemacht wirst hier in unserem Ort, aber auch in der ganzen Welt. Amen. Als ich den Film zusammengeschnitten habe, da musste ich sagen, also Johanna, die musste den ein paar Mal sehen und ein paar Mal anschauen und die hat gesagt, Mensch, wir sind eine Gemeinde, wir essen ganz schön viel. Das ist mir so gar nicht aufgefallen. Ja, so ein Jahreswechsel ist ja eigentlich ein guter Zeitpunkt, auch so diesen Rückblick zu halten, diese Rückschau zu halten. Und in dieser kurzen Zusammenfassung, die wir da gesehen haben, da waren wirklich viele schöne Momente. Also ich habe mir den unzählige Male angeschaut, immer wieder auch nach jedem Schnitt. Und ja, wir haben als Gemeinde viele tolle Zeiten erlebt, Gemeinschaft gehabt auf kleinen Festen, auf Veranstaltungen. Wir haben über das Jahr ganz viele gute Predigten gehört. Es war wirklich ein schönes Jahr. Und vielleicht, ja, vielleicht war es in deiner privaten Zeit oder in deinem Privatleben ähnlich. Aber dieses Jahr besteht eben nicht nur aus so Highlights. Und deswegen habe ich auch ganz bewusst in diesen Film hinein solche Bilder hineingeschnitten aus Krisenzeiten, die wir in diesem Jahr erlebt haben. Nicht nur weltweit, sondern wenn man hier rausguckt und wir erinnern uns noch an den Grünen Donnerstag, an diesen Brand. Zeiten, in denen es ja vielleicht erschütternd war. Und vielleicht war es in deinem Leben auch so.
Ja, dass du Krisenzeiten erinnert hast, an die du dich nicht so oder erlebt hast, an die du dich nicht so gerne erinnerst. Aber deswegen auch diesen Vers immer wieder eingeblendet: Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der sieht. Und an der Schwelle dieses neuen Jahres können wir zurückschauen auf das, was war. Das, was wir erlebt haben, da schauen wir zurück. Aber das, was kommt, das ist für uns irgendwo auch in Dunkelheit. Das ist nicht ganz so offen. Ich habe jetzt die Tage so meinen Jahresplan gemacht, habe da meine Predigttermine eingetragen, verschiedene Veranstaltungen, die wir auch schon als Gemeinde haben. Das kann man so ein bisschen überschauen. Aber was wirklich kommt, das bleibt für uns irgendwo im Dunkeln, ungewiss. Aber bei Gott ist das ganz anders und das finde ich so toll. Er sieht, was kommt, er weiß schon, was kommt in dem neuen Jahr, das jetzt in wenigen Stunden beginnt. Und so ist das, was wir in der Jahreslosung gehört haben am Anfang des Jahres, ja, wo wir auch eine Predigtreihe darüber gehört haben, Gott sieht, auch eine Ermutigung am Ende des Jahres. Und ich möchte sie euch sozusagen mitgeben als Überleitung in das neue Jahr. Du bist ein Gott, der mich sieht. Vollständig lautet der Vers, wir haben ihn eben schon mal gehört, und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und wir kennen die Geschichte, haben es ja eben gehört. Abraham, diese großartige Verheißung, die er bekommen hat. Ja, unzählige Nachkommen. Und dennoch stellt Gott dieses Patriarchenpaar auf die Geduldsprobe, indem er sie lange, lange warten lässt. Und ja, die biologische Uhr tickt. Und da ist es verständlich, dass Sarah versucht, Gott so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen und sagt, ja, pass auf, das scheint hier nichts mit uns zu werden. Abraham, nimm doch du meine Sklavin, meine Magd, die Hagar, als Nebenfrau und es kommt, wie es kommen muss. Die Hagar wird schwanger, sie denkt jetzt, dass sie etwas Besseres ist und plötzlich hängt dieser ganze Haussegen schief. Und das Ganze endet damit, dass eben diese schwangere Putzhilfe in die Wüste geschickt wird. Die Sarah behandelt sie so schlecht, dass Hagar fliehen muss. Und jetzt greift Gott in diese Situation ein. Und hier finden wir diesen Namen Gottes, den wir nur so hier im Alten Testament finden. Diesen Namen El Roi. Das heißt wörtlich, der mich sieht. In dieser absoluten Existenzkrise findet Gott diese entflohene Sklavin und stellt sie durch einen Himmelsboten, stellt ihr durch einen Himmelsboten diese Frage: Woher kommst du und wo gehst du hin? Und die Hagar, die schüttelt ihr Herz aus, sagt, ich bin von der Sarah geflohen, du, das ging absolut nicht mehr, ich musste da raus, die hat mich so gemobbt. Wie würden wir auf diese Frage reagieren, wenn Gott uns heute die Frage stellt, woher kommst du? Wir stehen am Ende dieses Jahres 2023. Und vielleicht war dieses Jahr ein erfreuliches Jahr. Du hast einen Höhepunkt erlebt, du hast vielleicht einen tollen Urlaub mal wieder gehabt oder eine wertvolle Anschaffung oder vielleicht war auch ein schönes Familienerlebnis, dass irgendeine Geburt war oder eine Hochzeit oder was auch immer. Es kann auch sein, dass dieses Jahr eher schwierig war und du vielleicht Wüstenzeiten erlebt hast, Dinge, mit denen du am 1. Januar diesen Jahres noch nicht gerechnet hast. Durststrecken, Zeiten, in denen du dich verlassen, allein gefühlt hast. Hinter dieser Frage, woher kommst du, die der Engel eben dieser Hagar stellt und irgendwie auch uns, da steht die Interesse Gottes. Ich finde das so klasse, Gott hat Interesse an dem, was uns bewegt. Er wusste doch, wo die Hagar herkommt.
Er kannte das ja und trotzdem stellt er die Frage, woher kommst du? Und das zeigt mir, Mensch, Gott hat wirklich Interesse an dem, was mich bewegt. Und da ist es manchmal gut, wenn wir so unsere Sorgen vor ihm niederlegen können, wenn wir einfach hingehen können und können sagen, wir möchten unsere Sorgen so vor ihm niederlegen. Und das möchten wir auch mit dem folgenden Lied tun. Lege deine Sorgen nieder. Gott lässt Hagar zurückblicken in die Situation, aus der sie kommt. Wir haben an Silvesterabend einen Brauch als Familie. Schon seit einigen Jahren schreiben wir Jahrbücher. Haben wir irgendwann mal bekommen oder sind da mal dazu gekommen. Und da notieren wir in diesen Jahrbüchern, was so im Jahr passiert ist. Haben auch dieses Jahr wieder ein Jahrbuch. Das meiste davon, muss ich ganz ehrlich sagen, hat Johanna geschrieben. Wir setzen dann an Silvesterabend zusammen oder nehmen uns die Zeit und blättern dieses Buch noch einmal durch. Ihr müsstet dabei sein, das ist herrlich, das ist einfach klasse. Da gibt es einiges, wo wir laut lachen. Ja, da sind Sprüche drin, die wir vielleicht irgendwo mal losgelassen haben. Oder Dinge, die wir erlebt haben, es sind auch Dinge drin, ja, die uns nachdenklich machen. Es ist gut, ab und zu zurückzuschauen, doch immer in diesen Erinnerungen zu schwelgen. Ob sie schön oder schlimm sind, das bringt uns nicht weiter, das hilft nicht aus der Situation heraus. Und deswegen stellt Gott ja auch diese Frage, Hagar, wo kommst du her und wo willst du denn hin? Wo willst du hin? Gott interessiert sich nicht nur an dem, was in der Vergangenheit war, sondern er will auch wissen, was wir vorhaben. Wo willst du hin? Gott interessiert sich an deinen Lebensplänen. Ist das nicht toll, dass Gott daran Interesse hat? Interessant ist, dass Hagar hierauf überhaupt keine Antwort findet. Aber Gott gibt ihr eine Antwort, indem er eine neue Perspektive gibt. Hagar, die keinen Plan B hatte, da jetzt in der Wüste,
Aber Gott hat einen Masterplan für sie. Für Gott war die Hagar nicht nur eine entflohene, wertlose Sklavin, sondern sie war eine wertvolle Person, die genau in seinen Plan hineinpasst. Es ist fast so, als würde der Engel mit der Frage auch sagen, Hagar, pass mal auf, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, die schlechte zuerst. Du musst zurück zur Sarah, zurück in die Situation, aus der ich kam. Also, ja, geht's noch? Was da passiert ist, da will ich nicht mehr zurück. Kann Gott das wirklich uns zumuten, dass er uns zurückschickt? Doch der Engel begründet das gar nicht. Die Botschaft geht weiter. Er gibt dieser entflohenen Sklavin eine tolle Aussicht. Sie muss zwar zurück, auch da, wo sie vielleicht nicht wieder hin wollte, wo sie geflohen war. Aber er spricht weiter, 1. Mose 16, Vers 11. Weiter sprach der Engel des Herrn zu dir: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Ismael, das bedeutet Gott hört, geben, weil der Herr deinen Jammer erhört hat. Was für eine wunderbare Zusage, was für eine wunderbare Perspektive gibt Gott hier dieser Hagar. Immer wenn sie ihren Sohn Ismael rufen konnte, dann konnte sie sich daran erinnern, Gott hört. Gott hört in meinem Jammer, den ich habe. Da sitzt nun die Hagar in der Wüste und Gott schenkt ihr diesen Ausblick, ohne dass sie etwas dazu beitragen konnte. Sie hatte nichts zu bringen, überhaupt nichts zu bringen. Alles, was kam, kam jetzt von Gott. Ich finde das schön, in diesem Lied Stern, auf den ich schaue, heißt es auch immer, alles Herr bist du. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Glauben, hoffen, lieben, alles Herr bist du. Das Lied, wenn wir das singen, dann ist das ein Ausdruck des Vertrauens. Ja? Wir stehen an einem neuen Jahr, vor einem neuen Jahr und müssen sagen, Herr, wir haben nichts zu bringen. Alles Herr bist du. Lass uns dieses Lied noch einmal singen. Yeah.
Engel fordert also die Hagar auf, zu ihrer Herrin zurückzugehen, sich wieder unter die Hand zu beugen. Sie, Hagar, sollte wieder eine Sklavin werden. Aber ihr Sohn sollte eines Tages frei sein. Er würde zu einem großen Volk heranwachsen. Diese Zukunftsperspektive, die der Engel dieser Hagar in der Wüste gibt, lässt sie den Namen Gottes nennen. Und sie nannte den Namen Gottes, den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Da spricht der Engel sie an. Wir wissen nicht, wie er ausgesehen hat. Ich denke nicht, dass er so ein pausbackiger Engel mit kleinen Flügeln war. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es ein ganz normaler Mann war, also eine ganz normale Person war, so wie es Abraham dann später auch erlebt. Aber für die Hagar war klar, hier spricht Gott. Und das musst du dir mal durchdenken. Das musst du mal durchbuchstabieren. Die Hagar war eine ägyptische Sklavin, also sie kam aus Ägypten. Und sie gehörte als Sklavin wahrscheinlich dem ganz normalen Fußvolk, also so ganz unten denen, die da sauber machen und die Sklavenarbeit verrichten. Dem gehörte sie an. In Ägypten erkannte man unzählige Götter. Ja, für alle möglichen Situationen gab es da verschiedene Götter. Aber diese Götter, die redeten nicht mit dem einfachen Fußvolk da ganz unten. Die redeten allerhöchstens mal mit dem Pharao oder seinen Priestern, aber doch nicht mit einer Sklavin. Und hier erkennt die Hagar, da ist jemand, der mit mir redet, der ganz anders ist, der Interesse hat an dem, was mir passiert ist. Ich möchte auch einmal mich an die richten, die den Gottesdienst vielleicht zu Hause anschauen oder die vielleicht rein zufällig jetzt auf diesen Gottesdienst, auf diese Predigt gestoßen sind und das sich anhören. Welche Vorstellung hast du von Gott? Denkst du, Gott hat doch eh kein Interesse an meinem Leben. Ich habe ihn noch nicht gesehen, geschweige denn, dass er zu mir gesprochen hätte. Ich möchte dich auffordern und auch uns auffordern, das neu einzuüben, neu kennenzulernen, dass du den Mut hast, dich auf Gott einzulassen. Dass du den Mut hast zu sagen, ja Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich jetzt, dass du dich mir zeigst. Dann möchte ich, dass du jetzt mit mir redest. Lass dich auf Gott ein. Fordere ihn heraus, dass er sich dir zeigt. Hagar erkennt, Gott ist ganz anders. Er sieht mich in meiner Situation und ich bin ihm nicht egal. Er sieht mich und das bedeutet nicht nur, dass er jetzt so von oben mal kurz drauf schaut, sondern er durchblickt auch die Situation, in der die Hagar ist. Im neuen Jahr bekommen wir wieder eine neue Jahreslosung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch gar nicht so richtig, wie die lautet. Ich habe da jetzt auch nicht so drauf geschaut. Aber ich möchte euch am Ende dieses Jahres diese Losung, die wir für 2023 bekommen haben, noch einmal ermutigend zusprechen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich denke, es ist gut, wenn wir einfach eine Zeit des Gebets haben. Wenn wir eine Gebetsgemeinschaft haben und auch so gemeinsam das Jahr abschließen und du kannst da Gott auch sagen, Dinge sagen, die dich bewegen, die dir vielleicht schwer gefallen sind. Du kannst das leise tun, du darfst es auch gerne laut tun. Du kannst ihn loben für das, was du erlebt hast und lass uns gemeinsam beten und wir werden dann diese Gebetsgemeinschaft mit dem Vater unser abschließen.
Ich möchte euch ermutigen, euch an dieser Gebetsgemeinschaft zu beteiligen. Dass wir noch in Freiheit hier zusammenkommen dürfen und dass wir schon so viel Gutes hören durften und dass es uns Freude macht, dass du uns siehst und um die Schwierigkeiten im Leben jedes Einzelnen weißt. Wir loben und preisen dich und beten dich an. Amen. Amen. Danke, Herr Vater im Himmel, dass wir das in diesem Jahr vielleicht auch sehr konkret erfahren und erlebt haben, dass du mich und uns siehst und dass du dich kümmerst und dass du Auswege schaffst. Dafür danke ich dir. Und zugleich bitte ich dich, weil du mich und uns und die Welt siehst, dass du dich auch erbarmst über die Menschen, die jetzt leiden, über die Situationen, die ausweglos sind und dass du als Ersehende mit uns gehst das neue Jahr. Amen. Danke, Herr, dass du mehrfach in der letzten Zeit mich liebevoll angesehen hast. Und dass ich Schritte gehen durfte im Vertrauen zu dir. Danke dafür. Ich bin so dankbar, dass ich keine einzige Sekunde, keinen Rückfallschlag ohne dich durch dieses Jahr gehen musste. Dass du immer dabei warst und dass du alles gesehen hast. Das Gute und das Schlechte, die Freude und die Traurigkeit. Und dass ich weiß, dass ich das nie alleine durchleben musste. Ja, danke dafür. Und ich bitte dich jetzt für die Menschen, die diese Hoffnung nicht haben und die denken, allein durchs Leben gehen zu müssen, dass du durch ihn doch zeigst, dass sie dich erkennen und dass du sie anblickst und sie deinen Blick erwidern dürfen, Herr. Amen. Amen. Vater, ich danke dir, dass du auch im vergangenen Jahr bei jedem von uns warst. Dass wir es mehr oder auch weniger gespürt haben, aber trotzdem hast du uns gesehen. Herr, und ich möchte dir auch besonders die Menschen bringen, die Familien bringen, die einen lieben Menschen im vergangenen Jahr verloren haben. Herr, lass sie nicht vor Traurigkeit sich in eine Ecke setzen, sondern lass sie deine Liebe erfahren, deinen Trost, deine Kraft, deine Zuversicht, auch mit der Gewissheit, dass du auch sie in ihrer Trauer siehst. Hilf du ihnen wieder auf und lass du sie auch im neuen Jahr deine Liebe, Nähe erfahren und dass sie merken, dass du auch sie siehst und mit ihnen gehst. Amen. Herr, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber du siehst das selbst an. Und
erfahren, dass du bisher immer das gegeben und durchgetragen hast, mit deiner großen Liebe, die ich jetzt schon 67 Jahre erfahren durfte, Herr, dürfen wir auch in das neue Jahr hineingehen. Und Herr, ich möchte dich ganz besonders für die bitten, die diese Hoffnung nicht in sich haben, dieses ja von dir gesehen zu werden, die, Herr, die in den Ländern leben, wo du jetzt auch wieder neu das Erdbeben ist, der Krieg ist, Herr, die auch dir vertrauen. Herr, erbarme du dich, ich bitte dich darum von ganzem Herzen. Und wenn es heißt, dass du ein Gott bist, der sieht, dann ist es kein beiläufiges Sehen, sondern ein interessiertes. Und wir kommen von Weihnachten her und da bist du aus diesem deinem Reich herabgekommen zu uns und hast uns nochmal ganz anders auch gefüllt mit diesem Gesehenwerden. Du hast Menschen angesehen und sie haben dich gesehen, so von Angesicht zu Angesicht. Und Herr, danke dafür, dass das zeigt, wie dein Herz zu uns steht. Und dass es diese Fürsorge und diese Barmherzigkeit, diese Liebe ist, die dich getrieben hat und dich weiter bei uns hält. Du interessierst dich für uns und deshalb siehst du uns an. Danke dafür. Amen. Amen. Danke, Herr, dass du da bist. Du bist unvergleichlich. Danke, dass du den Schritt gemacht hast zu uns und hast zu uns das Licht gebracht. In mein Herz und in viele Herzen, die dir nachfolgen, möchte ich bitten für uns, dass wir diese Liebe weitergeben und weitersagen und dass wir bezeugen, du bist ein Gott, der mich sieht und du liebst uns. Lass uns dies auch wieder neu ergreifen, dass wir uns aufmachen, jeder von uns, meinem Nächsten zu begegnen und ihm zu sagen, du bist da und du liebst uns und du möchtest, dass wir zu dir kommen. Amen. Ich wollte alles das, was uns bewegt, noch in das Gebet einschließen, das du uns gelehrt hast. Und soweit es möglich ist, stimmen wir dazu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir können uns wieder setzen, bevor wir noch das letzte Lied singen, von guten Mächten wunderbar geborgen, und sich der Chor hier vorne aufstellt oder das Singeteam sich aufstellt, haben wir noch eine kleine Überraschung für euch. Es werden jetzt Körbchen durch die Reihen gehen und ihr als Musikteam könnt euch dann noch nachher was rausnehmen. Es werden Körbchen durch die Reihen geben und das Tolle daran ist, du musst nichts reinwerfen, du darfst was rausnehmen. Wir haben kleine Ermutigungen für euch zusammengestellt. Die Johanna hat über 60 Bibelverse ein bisschen grafisch aufgearbeitet. Danke auch dafür. Wir haben die ausgedruckt, so kleine Kärtchen erstellt. Und ich möchte dir ganz persönlich, ich bete, dass das Gott auch tut, diese Ermutigung, die du jetzt ziehst, so für dich als kleine persönliche Losung für dein Jahr, für das kommende Jahr mitgeben. Während wir dieses Lied singen, Monika, Johanna, teilt ihr bitte die Kärtchen aus. Thank you.
beiden sind verschwunden. Bevor ich uns den Segen zuspreche, möchte ich noch etwas tun. Da kommen sie. Oder möchte ich euch noch ein bisschen herausfordern? Ich hätte auch gerne eins. Ihr habt jetzt alle hier so ein Kärtchen bekommen. Und wir stellen uns jetzt unter den Segen Gottes. Aber bevor wir das tun, nimm doch einfach diesen Vers, den du bekommen hast. Dreh dich zu deinem Nachbar nach links oder nach rechts oder vor dir, hinter dir um und sprich ihn diesen Vers noch einmal auch als persönliche Zusage für ihn zu. Das Tolle ist, so bekommt jeder zwei Verse. Ist das nicht klasse? Lasst uns das noch einmal machen. Ihr könnt dazu aufstehen und wir bleiben dann zum Segen stehen. Jetzt habe ich doch fast ein bisschen feuchte Augen bekommen, muss etwas an mich ranhalten, sonst brechen hier die Schleusen auf. So lasst uns noch einmal jetzt uns unter den Segen Gottes stellen. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich zu bewahren und dich zu schützen, dich in die Arme zu schließen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor den Heimtücken böser Menschen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dich aus der Schlinge zu ziehen. Der Herr sei um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gute und barmherzige Gott, jetzt und immer da. Lass uns diesen Gottesdienst abschließen mit einem Abschlusslied. Meine Hoffnung, meine Freude. Und dann wünsche ich euch noch nach diesem Lied alles Gute. Wiedersehen. Alles Gute, Gott mit euch.